Professor Scholz, wir hatten gerade über die Delegitimierung gesprochen und wir haben auch schon angedeutet, was es mit sich hat, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sozusagen Dinge zu beachten und auch zu ahnden. Was heißt das nochmal im konkreten Fall aus Ihrer Sicht? Ist ja ein Rechtsweg der Überprüfung staatlichen Handelns, denn das wäre es ja dann in der Endkonsequenz, ist ja eigentlich dann ausgeschlossen, weil wenn wir unterhalb der Strafbarkeitsgrenze etwas ahnden, dann haben Sie ja richtigerweise gesagt, ist es etwas, was ja nicht im Gesetz steht. Also wie will ich sozusagen staatliches Handeln überprüfen? Was mir sonst ja als Bürger... Staatliches Handeln kann ich nur überprüfen, wenn Rechtsverletzungen da sind, Verfassungsverletzungen. Die üblichen Rechtswege kann ich beschreiten, aber andere Möglichkeiten habe ich nicht. Abgesehen davon, dass ich im Rahmen meiner Meinungsfreiheit natürlich immer berechtigt bin, staatliche Erscheinungen, staatliche Zuständigkeiten, staatliche Entscheidungen, egal von welchem Staatsorgan, die mir nicht gefallen, kritisieren kann. Das Recht der Kritik am staatlichen Verhalten ist ein zentraler Bestandteil der demokratischen Meinungsfreiheit.